Ordnungsvorschlag, das Schlachten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine geht ungebremst weiter. Es ist auch nicht zu erwarten, dass es aufhören wird, wenn man immer noch mehr Panzer und andere Waffen schickt. Dass die Bundesregierung überhaupt eingewilligt hat, deutsche Panzer mit dem Russland, und zwar bei allen Völkern der Russländischen Föderation, nicht sehr beliebten Kreuz, Balkenkreuz, was auf diesen Panzern drauf ist, diese Panzer in die Ukraine zu schicken, das war ein absoluter Fehler, das hätte nie geschehen dürfen. Alle Waffenlieferungen dahin sind falsch. Es gibt für die Ukraine, für die Menschen in der Ukraine, nur eine sinnvolle Lösung: Waffenstillstand und Verhandlungen. Alles andere führt nur zu noch mehr Mord und Tod und Leid. Das Land wird vor die Hunde gehen, wenn dieser Krieg nicht aufhört. Der Krieg wird nur aufhören über eine Waffenruhe und Verhandlungen. Darüber muss man sich klar sein. Alle, die hier sich als Kriegshetzer betätigen, ob das nun die Frau Strack-Zimmermann ist oder der grüne Hofreiter, der inzwischen zu einer Panzerexpertin mutiert ist, all diese Leute können keine Antwort geben auf die Frage, wie denn bitte schön, auf welche Weise sie mit diesen Waffenlieferungen irgendwelche Ziele erreichen wollen. Sie reden nicht mehr auf, sie behaupten, diese Waffenlieferungen Thank you.